Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit unserem Vortrag und unserer Behandlung der Zukunft der modernen Türkei fortfahren. Wir hatten ja in der letzten Predigt bereits gesehen, wer heute die Türkei ist, biblisch gesehen, dass sie Nachfahren des Stammes Edom sind, des Zwillingsbruders von Jakob. Jakob und Esau, der nachher dann auch Edom genannt wurde, waren ja die Söhne von Isaak und Rebekka. Und wir hatten gesehen, dass ein Streit, ein Zorn entstand zwischen beiden Söhnen. Und dieser Zorn, dieser Hass hat sich weiter verbreitet, die Generationen hindurch, und hat auch unsere heutige Zeit erreicht. Wir hatten gesehen, dass die Türken die Nachfahren von Edom sind, und vielfach schreibt die Bibel auch von Teman, einem der Söhne von Edoms, und auch Amalek wird genannt. Und wir hatten gesehen, dass das Ottomanische Reich, das Reich der Türken, direkt von den Edomitern abstammt. Wir hatten aber auch gesehen, dass in der Endzeit, in der wir uns heute befinden, eine Bestrafung vorhergesagt ist für die Türkei. Und wir wollen uns heute ein bisschen näher mit dieser Bestrafung befassen und auch die Gründe untersuchen, warum dies geschehen wird, warum Gott so klar und deutlich sagt, dass die moderne Türkei in eine Situation hineingelangen wird, die in Gottes Augen keineswegs richtig ist. Wir kennen ja die Bestrebungen heute, dass die Türkei möchte, ein Teil der EU zu werden, obwohl mittlerweile auch hier andere Beweggründe mitspielen und einige bereits schon sagen in der Türkei, dass sie gar nicht mehr Bestandteil der EU werden wollen. Und wir werden auch sehen, dass biblisch gesehen es keineswegs prophezeit ist, dass die EU ein Bestandteil zumindest der Kernnationen der Europäischen Union werden wird. Aber gleichwohl wird sie zunächst einmal eine sehr enge Beziehung haben, eine sehr freundschaftliche Beziehung zu der EU oder den Vereinigten Staaten von Europa, wie diese Staaten sich entwickeln werden. Zunächst einmal eine Stelle in dem Buch der Psalmen, im Psalm 83. Lesen wir eine interessante Prophezeiung für die Endzeit, die sich mit einem Bund beschäftigt, einem Vertrag, möchte man einmal sagen. Und zwar ist ein Vertrag prophezeit, in dem auch die Türkei oder Edom teilhaben wird. Und schauen Sie, wer noch an diesem Bündnis teilhaben wird und gegen wen sich dieses Bündnis richten wird. Das heißt hier im Psalm 83, und lesen wir Vers 6, sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wider dich gemacht. Und wir werden gleich sehen, wer damit gemeint ist. Vers 7, die in den Zelten von Edom und Ismael wohnen. Und dann werden andere noch erwähnt. Also Edom wird hier sogar als die erste Macht beschrieben, die teilhat an diesem Bund. Und dann heißt es hier in Vers 9, auch Assur hat sich zu ihnen geschlagen. Also auch Assur, Assyrien, das moderne Deutschland, wie wir das des Öfteren schon behandelt haben, wird teilhaben an diesem Bund. Und nun schauen wir uns an, gegen wen dieser Bund gerichtet sein wird. Vers 4, sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohlan sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. In der Zukunft wird es zu einem Bundesschluss kommen, an dem unter anderem die Türkei beteiligt sein wird und Deutschland. Und dieser Bundesschluss wird sich gegen Israel wenden. Zumindest den heutigen Staat Israel, möglicherweise auch die modernen Nachfahren des Hauses Israel, die, wie wir das auch bereits des Öfteren behandelt haben, ja keineswegs Juden sind. Das Haus Israel war ja total unterschiedlich von dem Haus Juda. Nun, heute mag das alles sehr befremdlich klingen. Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, dass heute Europa unter der Führung von Deutschland und die Türkei sich zusammenschließen werden gegen Israel. Aber denken wir nur ein paar Jahre zurück. Versetzen wir uns in die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und wenn man damals dieses gelesen hätte, hätte man keineswegs dies als verwunderlich angesehen. Im Gegenteil, man hätte gesagt, ja, so genau ist es gekommen. Und schauen Sie, meine Damen und Herren, so genau wird es wieder kommen. Die Prophezeiung ist klar. Sie bezieht sich auf die Endzeit. Etwas, was noch geschehen wird. Wir finden auch eine weitere Bezugnahme auf diesen Vertrag im Buch Amos.
schauen wir uns einmal das Buch Amos an. Und zwar im ersten Kapitel. Amos Kapitel 1 und lesen wir angefangen in Vers 6. Amos Kapitel 1 und angefangen in Vers 6. So spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen derer von Gaza. Und die Gaza-Menschen, also die in Gaza leben, die werden ja heute auch sehr häufig in den Nachrichten erwähnt. Also um 3 oder 4 Frevel willen derer von Gaza will ich sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen alle weggeführt und an Edom ausgeliefert haben. Also hier wird wiederum die Gefangenschaft hauptsächlich der Israeliten erwähnt und die werden an Edom, der modernen Türkei, ausgeliefert. Da sie eben ausgeliefert werden, bedeutet dies, dass Edom einen gewissen Anteil haben wird an diesen Geschehnissen, einen Anteil in aktiver Hinsicht. In Vers 9 wird weiter gesagt, Amos Kapitel 1 und Vers 9, so spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen derer von Tyros will ich sie nicht schonen. Nun, Tyros war damals eine phönizische Hafenstadt, aber dies ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Und vielfach wird in der Bibel von einem mythischen Tyros gesprochen. Und dieses mythische Tyros, wie einige Kommentare das beschreiben, ist nichts anderes als das moderne Babylon, das moderne babylonische System, das auch in Offenbarung 17 und 18 beschrieben wird. Im Buch Ezekiel wird viel über dieses mythische Tyros gesprochen und die Beschreibung dieses Tyros ist identisch mit der Beschreibung des modernen Babylons. Und das moderne Babylon ist wiederum nichts weiter als die widerstandene Macht des alten römischen Reichs, mit anderen Worten, die zukünftigen Vereinigten Staaten von Europa. Also hier sehen wir, dass es um Frevel von Tyros geht. Es heißt, weil sie die Gefangenen alle an Edom ausgeliefert und nicht an den Bruderbund gedacht haben. Also auch hier wiederum geht es darum, dass in der Tat scheinbar auf ein Bündnis angesprochen wird. Die Türkei wird Teil dieses Bündnisses sein und wird dann Gefangene aus dem Hause Juda, den Israeliten, entgegennehmen. Schauen wir uns auch Vers 11 an. So spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen derer von Edom will ich sie nicht schonen, weil sie ihren Bruder, und wie gesagt, war ja Edom oder Esau, der Bruder von Jakob oder Israel, weil sie ihren Bruder mit dem Schwert verfolgt und alles Erbarmen von sich getan haben und immerfort wüten in ihrem Zorn und an ihrem Grimm ewig festhalten. Auch hier wiederum eine Prophezeiung, dass sogar die Türkei, die moderne Türkei, aktiv an einem Krieg teilnehmen wird gegen Israel. Das ist prophezeit. Und da es prophezeit ist und da die Bibel nicht lügen kann und da sie unfehlbar ist, wird dies geschehen. Auch wenn man das heute nicht so unbedingt wahrhaben will oder kann oder daran glauben kann, es wird geschehen. Ich möchte auf das Buch Obadja eingehen. Das Buch Obadja ist eine sehr kurze Prophezeiung. Eine Prophezeiung, sie befindet sich nach dem Buch Amos, vor dem Buch Jona. Eine Prophezeiung, die sich gegen Edom richtet. Eine Prophezeiung, die sich auf die Endzeit bezieht. Ich möchte hier zunächst einmal aus der Mengebibel vorlesen. Die Verse 11 bis 14. Obadja, das hat nur ein Kapitel, angefangen in Vers 11. Damals, als du, Edom, dabei standest, als Ausländer sein Hab und Gut wegschleppten, und Vers 10 bezieht sich auf Jakob wiederum, und Fremde, und die Mengebibel sagt hier in der Anmerkung Ausländer oder Barbaren, in seine Tore einzogen und das Los über Jerusalem warfen, da bist auch du wie einer von ihnen gewesen. Schauen Sie, da bist auch du wie einer von ihnen gewesen. Die waren also scheinbar nicht total mit denen identisch, aber die waren wie einer von denen. Und Christus hat ja später auch gesagt, dass wenn ihr sehen würdet, dass Jerusalem von Armeen belagert sein wird in der Endzeit, dann wisst ihr, dass das Verderben über Jerusalem hereinbrechen wird. Und doch hättest du deine Lust nicht sehen sollen am Tage deines Bruders, Vers 12, am Tage seines Missgeschicks, und hättest keine Schadenfreude über die Kinder Juda am Tage ihres Unterganges empfinden und deinen Mund nicht weit aufreißen dürfen am Tage ihrer Not. Du hättest nicht in das Tor meines Volkes einziehen sollen am Tage seines Unglücks und auch nicht deine Lust sehen am Tage seines Unglücks, noch deine Hand nach seinem Hab und Gut ausstrecken dürfen am Tage seines Unglücks. Vers 14.
Auch hättest du dich nicht an den Talspalten oder Scheidewegen, wie es hier heißt, aufstellen sollen, um seine Flüchtlinge niederzumachen, und hättest seine Entronnenen nicht ausliefern dürfen am Tage der Drangsal. Der Tag der Drangsal oder der Tag der Trübsal oder der Tag der großen Trübsal ist eine Zeitspanne von vielleicht 3,5 Jahren, die vor der Wiederkunft Christi anfangen wird. Christus sagt, diese Zeit der Drangsal wird eine solche Zeit sein, wie sie schlimmer noch nie gewesen ist und auch nie mehr werden wird. Und wenn Christus diese Tage nicht verkürzen würde, wie es heißt, so würde kein Mensch am Leben bleiben. Das ist die Zeitspanne, um die es hier geht. Also am Tage der Trübsal, der Drangsal, wird sich die Türkei so gegenüber den Juden zumindest verhalten. Wird, wie gesagt, die sogar fliehen wollen, umbringen. Wird also teilhaben an der Eroberung Jerusalems. Und wie wir bereits wissen sollten und vielleicht auch heute noch näher das beschreiben werden, wird die Eroberung Jerusalems durch die Vereinigten Staaten von Europa, diese 10 Kernnationen, wie sie im Buch der Offenbarung beschrieben werden, unter assyrischer oder deutscher Führung geschehen. Und die Türkei wird eine dann dieser Mächte sein, die diesen 10 Nationen folgen wird. Schauen wir uns in Hesekiel Kapitel 35 etwas näher an. Hesekiel Kapitel 35 und lesen wir Vers 5. Da heißt es, weil ihr ewige Feindschaft hattet gegen die Israeliten und sie dem Schwert preisgegeben habt, als es ihnen übel ging und ihre Schuld zum Ende führte. Und wer ist angesprochen? Vers 2 sagt uns deutlich, das Gebirge Seir und Edom, also die moderne Türkei. Und weil dies eben so geschehen ist, da lesen wir in Vers 15 im gleichen Kapitel, und wie du dich gefreut hast über das Erbe des Hauses Israel, weil es verwüstet war, ebenso will ich mit dir tun. Das Gebirge Seir soll zur Wüste werden mit ganz Edom. Und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Nun, meine Damen und Herren, jedes Mal, wenn Sie diese Aussage lesen in der Bibel, wenn es sich um eine prophetische Aussage handelt, ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, dann bezieht sich das immer auf den Zeitpunkt, der so ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt. Der sogenannte Tag des Herrn. Es ist ein Zeitraum, wenn Gott aktiv in das Weltgeschehen eingreifen wird. Zurzeit ist diese Welt ja keineswegs von Gott beherrscht. Und zwar aktiv gesehen. Satan ist der Herrscher dieser Welt. Er ist sogar der Gott dieser Welt. Er ist derjenige, der die ganze Welt verführt hat. Er hat alle Macht über die Königreiche auf Erden. Er wollte ja diese Königreiche oder diese Macht an Christus abtreten damals. Und Christus hat sich geweigert, Satan anzubeten, um diese Mächte zu erhalten. Nach wie vor regiert Satan. Nach wie vor herrscht der Mensch hier auf Erden. Und das ist auch der Grund, warum wir diese vielen Miseren haben, die hier auf diesem Planeten bestehen. Aber Gott wird eingreifen, und zwar im Zeitpunkt des Tages des Herrn. Er wird mit Zorn eingreifen. Er ist zornig darüber, dass die Menschen sich so gegen ihn versündigt haben, so gegen ihn rebellieren. Und er sagt, wenn das geschehen wird, dann werdet ihr erfahren, dass ich Gott bin, der wahre Gott. Weil die meisten Menschen heute kennen Gott ja nicht. Und also auch die Edomiter werden dies erfahren. Aber es ist dies noch in der Zukunft. Aber wie ich meine, nicht in der sehr entfernten Zukunft. In Hesekiel Kapitel 36 lesen wir in Vers 5. Darum so spricht Gott der Herr. Wahrlich, ich habe in meinem feurigen Eifer geredet gegen die Heiden, die übrig geblieben sind, und gegen ganz Edom, die mein Land in Besitz genommen haben, mit Freude, von ganzem Herzen und mit hohem Lachen, um es zu verheeren und zu plündern. Es ist hier von dem gelobten Land die Rede, das Gott als mein Land bezeichnet. Und wir sehen, dass die Edomiter, die modernen Edomiter, dabei waren, es einzunehmen, es zu beherrschen und natürlich im Zuge dieser Einnahme es zu verwüsten durch Kriege und durch das Schwert. Kehren wir zu dem Buch Obadja zurück und lesen wir die Verse 6 und 7. Obadja und die Verse 6 und 7, denn interessant ist auch,
dass, obwohl es zunächst einmal zu diesem Bundesschluss kommt, von dem wir gerade gelesen haben in dem Buch der Psalmen, es eine Änderung geben wird im Hinblick auf diesen Bundesschluss. Wenn nämlich Jerusalem eingenommen wird, und wie wir gesehen haben, geschieht dies im Zeitpunkt der großen Trübsal, dann wird darauf folgend sich etwas anderes ereignen. Obadja Kapitel 1, die Verse 6 und 7. Wie sollen sie Esau durchsuchen und seine Schätze aufspüren? Alle deine Bundesgenossen, also alle die, die Teil hatten an diesem Bund, unter anderem Assyrien, das moderne Deutschland, alle deine Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen. Die Leute, auf die du deinen Trost setzt, werden dich betrügen und überwältigen. Die dein Brot essen, werden dich verraten, ehe du es merken wirst. Die Mengeübersetzung hat hier für das Wort verraten das Wort, sie legen dir Fallstrecke, ehe du es merken wirst. Wir sehen hier, wie dieser Bundesschluss auf einmal eine ganz andere Gestalt annimmt. Dass sich auf einmal diese Länder, die Teil hatten dieses Bundes, gegen die Türkei sich stellen werden. Und dann feindlich gegenüber der Türkei auftreten werden. Einige Kommentare, wie zum Beispiel der jüdische Sonzino-Kommentar, bemerkt hier, dass diese Stelle aussagt, dass die Türkei versklavt werden wird. Andere Übersetzungen haben hier, dass die Idee die ist, dass die Türkei eine Wunde erhalten wird und die Bundesgenossen, in Anführungszeichen, die kommen scheinbar, um die Wunde zu verbinden, aber in Wirklichkeit machen sie die Dinge nur noch schlimmer. Das ist zum Beispiel die Erklärung des Kommentars von Gill's Exposition of the Entire Bible. Und wie gesagt, die Notes on the Bible bei Barnes Notes on the Bible sagt, dass es sich hierbei um eine Versklavung handeln wird. Nun lesen wir, wann dies geschehen wird. Obadja, Vers 8. Was gilt's? Spricht der Herr, ich will zur selben Zeit, oder wie es auch besser übersetzt werden kann, an jenem Tage. Und auch das ist eine Bezeichnung der Prophezeiung, die sich immer auf den Tag des Herrn bezieht. Der Tag des Herrn, die Zeitspanne, die ein Jahr ungefähr vor der Wiederkunft Christi beginnt. Wir sehen also, dieser Bundesschluss, der scheinbar im Zeitpunkt der großen Trübsal bestehen wird, wird verändert werden, möglicherweise so 2,5 Jahre später, im Zeitpunkt des Tages des Herrn. Denn dann wird auf einmal es so geschehen, dass sich die Bundesgenossen gegen Edom stellen werden. Vers 8, was gilt, spricht der Herr, ich will zur selben Zeit oder an jenem Tage die Weisen in Edom zunichte machen und die Klugheit auf dem Gebirge Esau, Vers 9, auch deine starken Theman wiederum ja eine Bezeichnung für die Türkei, eine der Stämme, die sich ja von Edom abgeleitet haben, auch deine starken Theman sollen verzagen, auf dass alle auf dem Gebirge Esau ausgerottet werden durch Morden. Nun, wenn es heißt, dass alle ausgerottet werden auf dem Gebirge Esau, heißt das keineswegs, dass jetzt es keine Überlebenden mehr geben wird von der Türkei. Darauf werden wir noch eingehen. Aber es bedeutet scheinbar, dass alle die Starken von Theman, also alle die Kriegsleute, alle die, die da sich stark gemacht hatten damals in ihrem Kampf gegen Jerusalem, dass die von Gott vernichtet werden. Von Gott entweder direkt oder indirekt durch die Nation, die er dazu benutzen wird. Es gibt noch eine weitere Stelle im Buch Daniel, die wir in diesem Zusammenhang kurz lesen wollen. Daniel Kapitel 11 und Vers 41. Aber auch hier müssen wir wiederum auf den Zeitpunkt achten. Man geht nämlich jetzt ein wenig zurück in der Zeit. In Daniel Kapitel 11 und Vers 41 wird berichtet, dass der König des Nordens, der letzte König, der auch der König von Assyrien genannt wird, oder auch das Tier, im Buch der Offenbarung, also dieser Herrscher über diese 10 Nationen und Nationengruppen der Vereinigten Staaten von Europa, der wird im gelobten Land einfallen. Und deswegen hatten wir eben schon gesagt, dass die Armeen, die Jerusalem belagern werden, wenn Christus sagt, wenn er das sehen wird, dann ist die Verwüstung Jerusalems nahe beigekommen, das sind die Armeen unter der Führung dieses Tieres, dieses König des Nordens. Und so heißt es hier in Vers 41 von Daniel 11, und er wird in das herrliche Land einfallen, in das gelobte Land. Und viele werden umkommen.
Es werden aber seiner Hand entrinnen Edom. Und dann werden andere noch erwähnt. Also Edom wird zunächst einmal nicht von dem Tier vereinnahmt werden. Warum? Weil es damals noch einen Bundesschluss hatte mit Assyrien. Wann wird es geschehen? Wann wird dies geschehen? Und Kapitel 12 sagt uns dies. Es heißt in Vers 1, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen, denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Also es geht hier zunächst einmal um die große Trübsal. Im Zeitpunkt der großen Trübsal wird Edom noch teilhaben an diesem Bund mit Assyrien gegen Israel. Aber wie gesagt, dies wird sich dann ändern. Und im Zeitpunkt des Tages des Herrn wird sich es bereits geändert haben. Kehren wir zum Buch der Psalmen zurück. Psalm 137 und in Vers 7. Nun, ich bin nicht hier, um Ihnen jetzt zu sagen, wie genau das alles entstehen wird. Wir wissen bereits heute schon, dass es da Unstimmigkeiten gibt zwischen der Türkei und hauptsächlich Juda, aber auch den Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien. Das sind ja die Nachfahren des Hauses Israel. Aber ich sage Ihnen aus der Bibel, was geschehen wird. Und deswegen sagt uns Christus, wir sollen aufpassen, was in den Weltgeschehnissen erfolgt und wie das zusammenhängt mit dem, was die Bibel uns sagt. Denn daraus können wir erkennen, wie nah wir sind im Hinblick auf die Rückkehr Jesu Christi. Im Psalm 137 lesen wir Vers 7. Herr, vergiss den Söhnen Edom nicht, was sie sagten am Tage Jerusalems. Reiß nieder, bis auf den Grund. Also hier wiederum wird das Gleiche betont, was wir auch eben bereits gelesen hatten. Die Edomiter freuten sich am Untergang Jerusalems. Dieser Untergang wird noch kommen. Aber der Psalmist sagt hier, vergiss das denen nicht. Vergiss nicht, wie sie sich hier gegenüber dem Bruder verhalten haben. Schauen wir uns auch im Buch Joel, Kapitel 4 an. Joel, Kapitel 4 und in Vers 19. Joel, Kapitel 4 und Vers 19. Aber Ägypten soll wüst werden. Wir hatten ja bereits schon über die Zukunft Ägyptens gesprochen. Und Edom, eine Einöde, um des Frevels willen an den Leuten von Juda, weil sie unschuldiges Blut in ihrem Lande vergossen haben. Unter anderem auch dadurch, dass sie, wie wir jetzt bereits gelesen hatten, die Flüchtlinge niedermachten, die bei denen Schutz gesucht haben. Aber wir möchten hier auch betonen, es heißt, sowohl Ägypten als auch Edom sollen zu einer Einöde werden. Aber wir wissen bereits aus der Prophezeiung, dass Ägypten im Millennium, wenn also Jesus Christus zurückgekommen ist und die Herrschaft Gottes hier auf Erden errichtet hat, wird Ägypten zu einer großen Macht werden wiederum. Also die werden nicht für ewige Zeiten eine Einöde bleiben. Und das Gleiche gilt auch für Edom. Die werden auch nicht für ewige Zeiten eine Wüste sein. Aber andere Stellen sagen uns, dass Edom nicht eine große Macht werden wird im Millennium. Es wird zwar noch weiter existieren, aber als eine kleine Macht. Keineswegs so groß wie Ägypten oder Israel oder Assyrien. Im Buch Amos, Kapitel 1, lesen wir die Verse 11 und 12. Amos, Kapitel 1, die Verse 11 und 12. So spricht der Herr. Um drei, ja um vier Frevel willen derer von Edom will ich sie nicht schonen. Diese Stelle hatten wir gelesen in Vers 11. Weil sie ihren Bruder mit dem Schwert verfolgten und so weiter. Aber jetzt Vers 12. Sondern ich will ein Feuer schicken nach Teman. Teman wiederum, auch wiederum eine Bezeichnung für die Türkei. Das soll die Paläste von Bosra, die ehemalige Hauptstadt der Edomiter, verzehren. Also weil sie sich so verhalten haben gegenüber den Israeliten, den Juden und auch denen, die Nachfahren sind des Hauses Israel, wird Gott sie sehr stark bestrafen. Nun, das bedeutet jetzt allerdings nicht, dass Gott sehr freundlich blicken wird auf die, die jetzt über das Ziel hinausschießen. Denn in Amos Kapitel 2 und Vers 1 lesen wir eine interessante Beschreibung gegenüber denen, die die Türkei weitaus mehr in Anführungszeichen bestraft haben, als sie es hätten tun sollen. Hier lesen wir nämlich, so spricht der Herr, um drei, ja um vier Frevel willen derer von Moab,
will ich sie nicht schonen, weil sie die Gebeine des Königs von Edom verbrannt haben zu Asche. Die haben also scheinbar, wie es hier heißt, die Gebeine dieses Königs, dieses Herrschers, wieder aus der Erde herausgegraben und haben sie dann öffentlich zur Schau gestellt und dann verbrannt und sich daran ergötzt. Und das war etwas, was Gott keineswegs toleriert hat und keineswegs natürlich auch befohlen hat. Im Buch Ezekiel, Kapitel 25, lesen wir eine weitere interessante Prophezeiung im Hinblick auf das Schicksal der modernen Türkei. Nun, als ich diese erste Predigt gab, da haben einige so geschrieben, und ich weiß nicht, ob das jetzt witzig gemeint war oder ob das wirklich eine Bezeichnung war für oder ein Zeichen war für die Unwissenheit in biblischer Hinsicht einiger meiner Zuschauer. Einer schrieb zum Beispiel, ja, ich war schon ein paar Mal in der Türkei, habe dort keine Edomiter gefunden. Natürlich sind die Edomiter nicht namentlich dort erwähnt, aber die Edomiter sind eben die Vorfahren der heutigen Türken. Einer sprach dann von Essenern, also der hat das schon mal mit den Edomitern verwechselt, und da sprach wieder einer und sagte, ja, sind das Leute aus Essen. Und das habe ich ein bisschen drüber gelacht, weil ich mir dachte, also so unwissend kann man eigentlich nicht sein, aber vielleicht eben doch. Es zeigt, meine Damen und Herren, wie sehr wenig die meisten Menschen von der Bibel verstehen. Und wir müssen, wenn wir begreifen wollen, was in der Zukunft geschieht, wie es so schön heißt, unsere Nase in die Bibel stecken und hören sich weiterhin unsere Predigten an, die Ihnen erklären werden, wie die Bibel zu verstehen ist. Und die Bibel kann nur auf eine einzige Art und Weise verstanden werden. Wenn Sie sich irgendwelche Stellen heraussuchen, die aber dann nicht mit anderen Stellen harmonieren, dann haben Sie entweder eine falsche Vorstellung, haben Stellen aus dem Zusammenhang gerissen, oder Sie haben sich ein Gebilde zusammengefügt, das der Bibel nicht entspricht. Die Bibel ist ein großes Mosaik und alle Mosaiksteinchen müssen in dieses Mosaik passen. Wenn sie nicht passen, dann ist ihre Vorstellung von dem, was sie meinen, was die Bibel sagt, nicht richtig. Und wir versuchen hier in dieser Predigt heute auch, alle Stellen, die sich auf Edom beziehen, das moderne Edom, ihnen zu Gehör zu bringen und zu zeigen, wie das alles zusammenpasst. Und es geht nur auf eine einzige Art und Weise. In Ezekiel Kapitel 25 lesen wir die Verse 12 und 13. So spricht Gott der Herr, weil sich Edom am Hause Juda gerecht und sich schwer verschuldet hat mit seiner Rache. Darum spricht Gott der Herr, ich will meine Hand ausstrecken gegen Edom und will von ihm ausrotten Menschen und Vieh und will es wüst machen von Teman bis nach Dedan und sie sollen durchs Schwert fallen. Wir sehen immer und immer wieder, dass eine Bestrafung der modernen Türkei angedroht ist, weil sie sich eben hauptsächlich an Juda und auch an Israel verschulden werden. Es geht nicht darum, dass sie sich an denen verschuldet haben, das ist auch der Fall, aber es geht hier um eine zukünftige Prophezeiung. Ezekiel Kapitel 35, eine sehr lange Prophezeiung, die es aber doch lohnt, im gesamten Zusammenhang zu lesen. Sie beschreibt nämlich das Gericht über Edom, wie auch hier meine Lutherbibel als Überschrift dies betont. Ezekiel Kapitel 35, angefangen in Vers 1. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, richte dein Angesicht gegen das Gebirge Seir und weissage gegen Edom und sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an dich, du Gebirge Seir. Wie wir bereits gesehen hatten, Seir war das Land, was Gott den Edomitern gegeben hatte. Und so wurde dann also Seir dann auch gleichbedeutend in der Bibel mit Edom oder Esau. Und ich will meine Hand gegen dich ausstrecken und will dich ganz und gar zur Wüste machen. Ich will deine Städte öde machen. Aber natürlich auch nicht für immer. Das heißt nicht, dass sie nicht wieder aufgebaut werden. Wir lesen zum Beispiel, dass alle die Städte des Hauses Israel in der Endzeit verwüstet werden. Und zwar scheinbar durch einen atomaren Krieg. Aber wir lesen natürlich auch, dass im Millennium diese Städte wieder aufgebaut werden. Natürlich nicht so, wie sie waren, sondern in weitaus herrlicherem und schönerem Zustand. Aber so sagt er auch hier über Edom, ich will deine Städte öde machen, dass du zur Wüste werden sollst und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin. Wiederum eine endzeitliche Prophezeiung. Dann werden sie den wahren Gott erkennen. Heute erkennen die meisten Türken den wahren Gott nicht. Wie auch die meisten sogenannten Christen den wahren Gott keineswegs kennen. Und so heißt es hier in Vers 5, das hatten wir bereits gelesen, weil ihr ewige Feindschaft hattet gegen die Israeliten und sie dem Schwert preisgegeben habt, als es ihnen übel ging und ihre Schuld zum Ende führte. Darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr,
will ich auch dich bluten lassen, und du sollst dem Blutbund nicht entrinnen. Und hier eine sehr interessante Aussage. Weil du dich mit Blut verschuldet hast, soll auch dein Blut fließen. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll ebenfalls vergossen werden. Prinzipien im Alten sowie als auch im Neuen Testament. Es heißt dann in Vers 7, und ich will das Gebirge Seir wüst und öde machen und alle ausrotten, die dort hin und her ziehen. Und ich will seine Berge mit Erschlagenen füllen, seine Hügel, seine Täler und alle seine Bachläufe. Überall sollen vom Schwert Erschlagene liegen. Ja, zu einer ewigen Wüste will ich dich machen. Aber wir hatten bereits gesehen, in der Bibel heißt das Wort ewig nicht unbedingt für alle Ewigkeit, sondern solange wie die Zustände die gleichen sind. Aber wenn Christus zurückkommt, wird natürlich der Zustand im Millennium ein anderer sein. Dass niemand mehr in deinen Städten wohnt, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Vers 10, und du sprachst, oder weil du sprachst, diese beiden Völker. Welche beiden Völker sind gemeint? Nun, die Völker des Hauses Israel und des Hauses Juda. Zwei verschiedene Völker, wie ich sagte. Die Juden heute hauptsächlich Nachfahren des Hauses Juda. Die Nachfahren des Hauses Israel waren niemals Juden. Aber es ist dies das Volk, das man heute in Amerika antrifft, in Großbritannien, in Australien, Neuseeland, Kanada und so weiter. Alle diese Länder des britischen Commonwealths. Interessant, was ja viele auch gar nicht wissen, dass heute die Königin von England nach wie vor die Herrscherin ist über Australien zum Beispiel, über Neuseeland und über Kanada. Und so lesen wir hier, diese beiden Völker mit ihren beiden Ländern müssen mein werden. Das hat der gesagt, der Edom. Und wir wollen sie in Besitz nehmen, obgleich der Herr dort wohnt. Darum, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, will ich an dir handeln mit dem ganz oder mit demselben Zorn und derselben Leidenschaft, mit denen du an ihnen gehandelt hast, in deinem Hass. Und ich will mich an ihnen kundtun, wenn ich dich richte. Hier wird eine Bezugnahme gegeben auf den Zorn Gottes. Dieser Zorn wird im Buch der Offenbarung geschrieben. Der Tag des Zornes Gottes, eine Endzeitprophezeiung. Vers 12, und du sollst erfahren, dass ich, der Herr, alle deine Lästerreden gegen die Berge Israels gehört habe, als du sagtest, sie sind verwüstet und uns zum Fraß gegeben. So habt ihr euch gegen mich gerühmt und frech gegen mich geredet, das habe ich gehört. So spricht Gott, der Herr, Vers 14, ich will dich zur Wüste machen, dass sich alles Land freuen soll. Und wie du dich gefreut hast über das Erbe des Hauses Israel, weil es verwüstet war, ebenso will ich mit dir tun. Das Gebirge Seir soll zur Wüste werden mit ganz Edom, und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Also hier eine sehr detaillierte Prophezeiung, die sich auf die Zukunft bezieht, wenn Gott, der Herr, eingreifen wird in dieses Weltgeschehen, um diesem Wahnsinn, den wir heute bereits haben und dem wir entgegengehen, ein Ende machen wird. In Ezechiel Kapitel 36, Vers 3. Darum weissage und sprich, so spricht Gott, der Herr, weil man euch allenthalben verwüstet und vertilgt und ihr zum Besitz der übrig gebliebenen Heiden geworden und übel ins Gerede der Leute gekommen seid, das ist hier eine Anrede der Israeliten, es geht nämlich um die Berge Israels, Vers 1. Also hier sagt Gott über die Israeliten, dass sie verwüstet sind, dass sie vertilgt sind, dass sie zum Besitz der übrig gebliebenen Heiden geworden sind. Vers 4, darum hört ihr Berge Israels, das Wort Gottes des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu den Bergen und Hügeln, zu den Bächen und Tälern, zu den öden Trümmern und verlassenen Städten. Hier wird klar eine Verwüstung von dem Haus Juda und dem Haus Israel beschrieben, in der Zukunft. Von diesen verlassenen Städten, die den übrig gebliebenen Heiden ringsumher zum Raub und Spott geworden sind, darum, Vers 5, so spricht Gott, der Herr, wahrlich, ich habe in meinem feurigen Eifer geredet gegen die Heiden, die übrig geblieben sind, und gegen ganz Edom, die mein Land in Besitz genommen haben, mit Freude von ganzem Herzen und mit Hohnlachen. Das hatten wir auch bereits gelesen, aber ich will noch einmal den Zusammenhang deutlich machen. Es geht hier um den Zorn Gottes. Gott wird eingreifen. Zunächst einmal durch andere Nationen, dann aber auch, wie wir sehen werden, ganz individuell und direkt. Und sich gegen die Heiden wenden, sich gegen Edom wenden, die in ihrem Zorn gegenüber dem Haus Israel und dem Haus Juda so verfahren haben. Gott sieht das sehr persönlich an. Ja, er will das Haus Israel, das Haus Juda bestrafen für ihre Sünden. Aber er will nicht, dass die Heiden, wie wir das bereits gelesen haben, über das Ziel hinausschießen. Und Gott wird dies dann auch nicht ungestraft lassen. Vers 10 im gleichen Kapitel. Und ich will viele Menschen auf euch wohnen lassen,
das ganze Haus Israel insgesamt. Und die Städte sollen wieder bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Wir sehen hier, dass Gott die Israeliten, die sich in der Gefangenschaft befinden werden, aus dieser Gefangenschaft herausholen wird und zurückbringen wird ins gelobte Land und wieder auf den Bergen Israels leben lassen wird. Und zwar heißt es hier, das ganze Haus Israel wird dort wohnen. Wissen Sie, heute leben die meisten vom Hause Israel keineswegs dort. Noch nicht einmal leben die meisten der Juden dort. Es gibt mehr Juden in New York, wie ich mir habe sagen lassen, als im gesamten Staat Israel. Aber das wird sich ändern in der Zukunft. Kehren wir zum Buch Obadja zurück. Und schauen wir uns kurz Vers 15 an. Obadja und Vers 15. Da heißt es, der Tag des Herrn ist nahe, über alle Heiden. Wie du getan hast, soll dir wieder geschehen, und wie du verdient hast, so soll es auf deinen Kopf kommen. Also dieser Tag des Herrn, wenn Christus eingreifen wird in das Weltgeschehen, ganz aktiv, dann werden diese Dinge alle geschehen. Wir haben also gesehen, dass sowohl die Nachfahren des Hauses Israel und Juda in die Sklaverei geführt werden. Die werden im nächsten Weltkrieg, der angeführt wird von den Vereinigten Staaten von Europa, unter der Führung des Tieres, die werden dann nicht gewinnen, die werden verlieren, die werden untergehen, die werden in die Sklaverei geführt werden. Edom, die Türkei, wird teilhaben an der Versklavung von Israel und Juda. Aber dann wird es zu einer Änderung kommen. Dann wird dieser Bundesschluss, den die Türkei mit anderen Nationen, unter anderem auch mit Assyrien geschlossen haben wird, der wird dann geändert werden. Und dann werden sich die Nationen gegen die Türkei wenden. Natürlich ist dies alles unter göttlicher Inspiration vorausgesagt worden. Das wird geschehen, auch wenn es heute sehr unwahrscheinlich klingen mag. Aber wir lesen auch, dass dann die Nachfahren des Hauses Israel und Juda eine bestimmte Rolle spielen werden bei diesen Geschehnissen. Und darauf möchte ich jetzt kurz eingehen, im Buch Ezekiel, Kapitel 25. Das muss man sehr genau lesen und sehr genau verstehen, auch im Hinblick auf andere Prophezeiungen und Schriftstellen, im Alten sowohl als auch im Neuen Testament, sonst wird man unweigerlich zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Ezekiel, Kapitel 25 und Vers 14. Da sagt Gott, ich will mich an Edom rächen, durch mein Volk Israel. Und sie sollen mit Edom umgehen, nach meinem Zorn und Grimm, dass sie meine Vergeltung erfahren sollen, spricht Gott, der Herr. Was ist damit gemeint? Einige Kommentare sagen, ja, das bezieht sich auf die Zeit damals, als die Makkabäer sich gegen die Edomiter gewandt haben. Aber es geht hier um eine zukünftige Prophezeiung. Es geht hier um den Grimm Gottes, wie es klar und deutlich hier gesagt wird. Es geht um den Zorn Gottes. Das ist eine zukünftige Tatsache, die noch kommen wird. Dann heißt es hier, wird Gott durch das Volk Israel etwas tun. Wie ist das zu verstehen? Kehren wir zum Buch Obadja zurück. Obadja. Und lesen wir angefangen in Vers 17. Obadja. Und ich möchte die Verse 17 bis 21 jetzt lesen. Aber auf dem Berge Zion werden Gerettete sein. Achten Sie darauf, auf dem Berge Zion werden Gerettete sein. Und er soll heilig sein. Und das Haus Jakob soll seine Besitzer besitzen. Und das Haus Jakob soll ein Feuer werden. Und das Haus Josef eine Flamme. Das Haus Josef, eine andere Bezeichnung für das Haus Israel. Denn Israel hatte ja zwei Söhne. Israel hatte mehrere Söhne, aber einer der Söhne war Josef. Und Josef hatte zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Und sie wird vielfach dann auch das Haus Israel, wenn es hauptsächlich um Ephraim und Manasse geht, mit dem Haus Josef gleichgesetzt. So heißt es hier, das Haus Jakob soll ein Feuer werden, das Haus Josef eine Flamme und das Haus Esaus Stroh. Das werden sie anzünden und verzehren, sodass vom Hause Esau nichts übrig bleibt, denn der Herr hat es geredet. Und sie werden das Südland, das Gebirge Esaus, besitzen und das Hügelland, das Land der Philister. Ja, sie werden das Gefilde Ephraims und das Gefilde Samarias besitzen und Benjamin das Gebirge Gilead. Und die Weggeführten von Israel, also die Versklavten, werden die Städte der Kanaaniter bis nach Zarpat besitzen. Und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad sind, werden die Städte im Südland besitzen. Vers 21.
und es werden die Geretteten oder die Retter, wie andere Übersetzungen es haben, vom Berg Zion kommen, um das Gebirge Esau zu richten. Und die Königsherrschaft wird des Herrn sein. Hier wird deutlich gemacht, um was es hier sich dreht. Es dreht sich um den Zeitpunkt, wenn Gottes Herrschaft hier auf Erden errichtet sein wird. Wenn Gottes Königherrschaft existieren wird hier auf Erden. Eine klare zukünftige Prophezeiung. Aber wie ist all dies zu verstehen? Mit dem Haus Josef, mit dem Haus Jakob, dass die zum Feuer werden und Esau zum Stroh. In Vers 9 auf Obadja lesen wir, auch deine starken Themen sollen verzagen, auf dass alle auf dem Gebirge Esau ausgerottet werden durch Morden. Wie ich bereits sagte, dies bedeutet keineswegs, dass es keine Überlebenden mehr geben wird. Denn wir hatten bereits in der letzten Sendung gelesen, denken wir daran, in Jeremia Kapitel 49, dass Gott davon spricht, dass er sich der Witwen und der Waisen aus dem Hause Edom annehmen wird, wenn er zurückkommt. Also es gibt dann noch Witwen, es gibt dann noch Waisen. Die werden nicht alle vernichtet sein. Es geht hier lediglich um die Heeresmacht scheinbar, die sich damals gegen Jerusalem und Juda und Israel gewandt haben. Aber wie gesagt, wie werden die Juden, wie werden die Israeliten, wenn sie aus der Sklaverei herauskommen, zum Feuer werden? Werden die in der Tat jetzt mit Esau kämpfen? Werden die jetzt mit Feuerwaffen, mit Waffengewalt die vernichten? Das ist keineswegs der Fall. Wir lesen nämlich in der Bibel ganz eindeutig, dass wenn Jesus Christus zurückkommt, die Menschheit nicht mehr lernen wird, Krieg zu führen. Die Israeliten werden keine Kriege mehr führen. Sie lesen im Buch Jesaja im 2. Kapitel, dass die Menschen ihre Waffen zu nützlichen Dingen verwandeln werden, zu Werkzeugen. Sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Wir lesen sogar auch über einen Angriff von asiatischen Horden zu Anfang des Millenniums auf Israel, auf Jerusalem. Und die Israeliten werden keineswegs mehr einen Krieg führen. Gott wird eingreifen, übernatürlich. Und er wird ein Feuer, achten Sie darauf, ein Feuer aus dem Himmel auf diese asiatischen Horden herniederwerfen, um die dann zu verbrennen, um die dann zu vernichten. Der Mensch, der Gott untertan sein will, wird keinen Krieg mehr führen. Und auch dieser Krieg zu Anfang des Millenniums wird der einzige Krieg sein, von dem noch während des Millenniums die Rede ist, bis zu Ende des Millenniums, wenn Satan wieder aus seinem Gefängnis herausgeführt wird, für eine kurze Zeit. Und er wird dann ausziehen, um die Menschen zu verführen, und die werden dann wiederum noch einmal Krieg führen wollen. Aber das ist das letzte Mal, und danach wird es keine Kriege überhaupt mehr geben. Also die Idee, dass hier wirklich in der Tat jetzt das Haus Josef in kriegerischer Weise eingreifen wird, und zwar diese Menschen, die übrig geblieben sind aus der Sklaverei, die kann mit den anderen Stellen in der Bibel nicht in Einklang gebracht werden. Aber schauen wir uns andere Stellen an, die uns zeigen, was hier gemeint ist. In Jesaja Kapitel 10. Jesaja Kapitel 10 und in Vers 17. Da heißt es, und das Licht Israels wird ein Feuer sein. Also hier ist von Gott die Rede. Und sein Heiliger, Jesus Christus, wird eine Flamme sein. Und sie wird seine Dornen und Disteln anzünden und verzehren auf einen Tag. Es geht also um Gott, der dies tun wird. Und wie wird er es tun? Nun schauen wir uns das Buch Maleachi an. Maleachi, Kapitel 3 und Vers 19. Und siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Auch hier geht es um den Zeitpunkt, wenn Gott eingreifen wird, und diejenigen, die gegen ihn rebellieren, die werden auf diese Weise umkommen. Aber wie wird es geschehen? Nun zunächst einmal im Neuen Testament, 2. Thessaloniker, Kapitel 1. Haben Sie ein wenig Geduld, ich werde schon auf die Frage zurückkommen, was die Position, die Rolle von dem Haus Israel sein wird. Aber zunächst einmal möchte ich klarstellen, wie Gott Esau bestrafen wird. Und nicht nur Esau, sondern alle Heiden, die sich gegen ihn
wenden werden. 2. Thessaloniker Kapitel 1, angefangen in Vers 3. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie es sich gebührt, denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Darum rühmen wir euch oder uns euer unter den Gemeinden Gottes, wegen eurer Geduld und eures Glaubens in den Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet, ein Anzeichen dafür, Vers 5, dass Gott Recht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Denn es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen, euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit seinen Engeln, seiner Macht in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben, aber wiederum das Wort ewig bedeutet nicht unbedingt für alle Ewigkeit, aber die werden zunächst einmal verderbt werden, die werden verwüstet werden, die werden vernichtet werden durch Jesus Christus und durch die Engel, die sie mit Feuerflammen, achten Sie auf Feuerflammen, richten werden. Die werden also das ewige Verderben erben, das heißt die, oder erleiden vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Wenn er kommen wird, Vers 10, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und wunderbar erscheine bei allen Gläubigen an jenem Tage. Denn was wir euch bezeugt haben, das habt ihr geglaubt. Also Christus wird zurückkommen, um seine Jünger, die gestorben sind, aufzuerwecken und zu verherrlichen, diejenigen, die noch leben werden, zu verherrlichen, aber auch, um die Rebellion zu beenden und die Rebellen zu bestrafen mit Feuerflammen. Und seine Engel werden teilhaben an dieser Bestrafung. Aber nicht nur das. Schauen Sie, in dem Buch der Psalmen lesen wir eine weitere interessante Stelle, wer teilhaben wird an der Bestrafung der Rebellion. In Psalm 149. Psalm 149, die Verse 5 bis 9. Psalm 149, die Verse 5 bis 9. Das heißt es, die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern. Ihr Mund soll Gott erheben. Sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten, dass sie Vergeltung üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern, ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edle mit eisernen Fesseln, dass sie in ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben steht. Solche Ehre werden alle seine Heiligen haben. Halleluja. Nun, wer sind die Heiligen? Wie ich sagte, das Wort Heilige kann sich auf Engel beziehen. Es kann sich aber auch auf die wahren Jünger Jesu Christi beziehen. Und das ist hier der Fall. Aber es geht hier um den Zeitpunkt, wenn sie verherrlichte Gottwesen sein werden. Wenn sie die erste Auferstehung von den Toten erlangt haben, wenn sie ewig leben werden, wenn sie Teil der Familie Gottes sein werden. Und als Gottwesen haben sie natürlich das Recht, das Privileg, die Menschen zu leiten, zu lehren und zu bestrafen. Das wird deutlich gesagt im Buch der Offenbarung zum Beispiel. In Offenbarung Kapitel 2, die Verse 26 und 27. Schauen Sie, als Mensch haben wir nicht das Recht, andere zu töten, andere sogar im Krieg zu bekämpfen. Das ist absolut verboten. Aber natürlich, wenn wir Gottwesen sein werden, sieht die Sache anders aus. Offenbarung Kapitel 2, die Verse 26 und 27. Da sagt uns Gott nämlich, wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Diejenigen, die sich gegen Gott auflehnen, die gegen Gott weiterhin rebellieren wollen, die sich nicht dem Gesetz Gottes untertan machen wollen, die werden keinerlei Recht haben, im Reich Gottes zu sein. Gott wird keine Kompromisse schließen. Wenn wir Gottwesen sein werden, werden wir keine Kompromisse schließen mit der Unwahrheit, mit der Ungerechtigkeit. Und diejenigen, die nicht bereuen wollen und die sich nachhaltig gegen Gott wenden, die werden in der Tat in dieser Weise behandelt werden müssen. Die Tatsache, dass es nach wie vor Überlebende der Edomiter geben wird, wird zum Beispiel auch in Amos Kapitel 9 zum Ausdruck gebracht. Also die ganzen
Ideen, dass es keinerlei Überlebenden mehr geben wird im modernen Edom, die sind keineswegs richtig. Denn wir lesen in Amos Kapitel 9, die Verse 11 und 12. Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und was abgebrochen ist wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist, damit sie in Besitz nehmen, was übrig ist von Edom. Oder andere übersetzen, den Rest von Edom. Und alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches tut. Es wird also einen Rest von Edom geben. Das ist ja auch von daher schon klar, wir hatten ja in Obadja gelesen, dass Retter zu dem Hause oder dem Gebirge Edom kommen werden, um die Berge Edoms zu richten. Ja, wer soll da gerichtet werden, wenn es keine Edomiten mehr geben würde? Und wer wird dieses Gericht vornehmen? Diejenigen, die im Reich Gottes sein werden. Diejenigen, die Gottwesen geworden sind. Schauen Sie, wenn wir von dem Haus Israel sprechen, oder dem Haus Jakob, oder dem Haus Josef, dann müssen wir verstehen, dass es letztendlich auch um Geistwesen gehen kann, die Nachfahren sind in geistlicher Hinsicht des Hauses Israel, des Hauses Jakob, des Hauses Josef. Denn heute sind Christen das geistliche Israel. Wir werden Israel genannt in der Bibel. Wir sind geistliche Juden. Wir werden Juden genannt in der Bibel, wenn wir bekehrt sind. Aber geistliche Juden, geistliche Israeliten. Und diejenigen, die in der Tat das Gericht vollstrecken werden an Esau, wenn Jesus Christus zurückkommt, diejenigen vom Hause Israel und vom Hause Juda werden natürlich diejenigen sein, die das ewige Leben erhalten haben. Die geistigen Israeliten, die geistigen Nachfahren des Hauses Israel und Jakob und Juda und Josef. Nicht die Menschen, das würde im Widerspruch stehen zu dem, was wir gelesen haben, dass das Haus Israel, dass die Juden ja gar keine Kriege mehr führen wollen, gar keine Kriege mehr lernen wollen, weil sie haben den Weg Gottes erkannt. Schauen wir uns nun Jesaja Kapitel 11 an. Jesaja Kapitel 11, die Verse 11 bis 14. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Male seine Hand ausstrecken, zu der Zeit, wiederum eine Bezugnahme auf die Endzeit. Und dann wird er zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, China und so weiter und so fort. Vers 12, und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die Zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Und der Neid Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet werden, dass Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Juda und Juda nicht mehr Ephraim Feind ist. Sie, also hauptsächlich jetzt die Ephraimiten und die Juden, werden sich stürzen auf das Land der Philister im Westen und miteinander berauben alle, die im Osten wohnen. Nach Edom wiederum und Moab werden sie ihre Hände ausstrecken. Die Ammoniter werden ihnen gehorsam sein. Und der Herr wird austrocknen die Zunge des Meeres von Ägypten und wird seine Hand gehen lassen über den Euphrat mit einem starken Wind und in den sieben Bäche zerschlagen, sodass man mit Schuhen hindurchgehen kann. Und es wird eine Straße da sein für den Rest seines Volkes, das übrig geblieben ist in Assur, wie sie für Israel da war zur Zeit, als sie aus Ägyptenland zogen. Also hier wird wiederum erwähnt, dass die Nachfahren des Hauses Israel das Land Edom in Besitz nehmen werden. Nun, das ist in zweifacher Hinsicht zu verstehen. Die physischen Nachfahren des Hauses Israel werden in der Tat das Haus Juda oder vielmehr das Haus Edom, also wo die Edomiten gelebt haben, die aber sich jetzt die Gegenden, die ihnen nicht zustanden, einverleibt haben, die werden natürlich wieder daraus verdrängt werden und die physischen Nachfahren des Hauses Israel und Juda werden dann wieder dort wohnen. Wir hatten ja gesehen, dass die Edomiten gekommen waren und sich das Land der Israeliten einverleibt haben. Das wird natürlich rückgängig gemacht. Aber wir haben auch gesehen, dass die geistlichen Nachfahren des Hauses Israel, also die wiedergeborenen, unsterblichen Mitglieder der Gottfamilie, das Gericht über dann die Edomiter erstrecken werden und vollstrecken werden. Man muss also diese beiden Stellen im Zusammenhang sehen, um zu verstehen, was hier zum Ausdruck kommt. Und wir haben aber auch gesehen, interessanterweise, dass wenn das geschehen wird, dann werden die Edomiter erkennen,
wer Gott ist. Sie werden erkennen, dass Gott der Herr ist. Sie werden mit anderen Worten zur Bekehrung kommen. Und so lesen wir, dass im Millennium die meisten der Nachfahren von Edom, die meisten modernen Türken, die also dann überlebt haben, sich dem wahren Gott unterstellen werden. Und das ist die gute Nachricht, die wir verkünden, dass es letztlich dahin kommt, dass alle Menschen eine Gelegenheit erhalten werden, Gott zu erkennen und Gott anzunehmen und sich ihm zu unterstellen. Und die meisten werden es in der Tat tun. Nun, diejenigen, die bei der Wiederkunft Jesu Christi in der Rebellion verharren und zunächst einmal zerstört werden, die werden nach wie vor auch noch ihre Gelegenheit erhalten. Denn die haben es in den meisten Fällen ja nicht in der Weise getan, dass sie die sogenannte unvergebbare Sünde begangen hätten. Die haben ja gar nicht so recht gewusst, was sie taten. Die waren ja nach wie vor unter der Einflussnahme Satans, des Teufels. Die werden in der zweiten Auferstehung hochkommen, von der im Buch der Offenbarung im 20. Kapitel geschrieben steht. Und werden dann ihre Gelegenheit erhalten zur Bekehrung. Sie müssen sich natürlich entscheiden. Aber die meisten, wie uns die Bibel dies deutlich zeigt, werden sich für den wahren Weg Gottes entscheiden zu ihrer Zeit. So haben wir heute einen kurzen Überblick erhalten über das, was für die Türkei vorhergesagt ist. Und natürlich auch andere Länder werden erwähnt. Und was man aus all dem zusammenfassen kann, ist letztendlich, dass es sich nicht lohnt, gegen Gott rebellieren zu wollen. Manchmal hat man so die Tendenz, nicht das irgendwie akzeptieren zu wollen, was Gott in unserem Leben so tut. Aber letztendlich dient es unserem Besten. Und wenn wir aber dabei beharren, uns gegen Gott aufzulehnen, werden wir zunächst einmal eine Strafe erhalten, wie das für die Heiden der Fall sein wird. Und auch für die Juden und auch für die Israeliten, die zunächst einmal nicht in der Lage sind oder willens sind, sich Gott zu unterstellen. Aber die gute Nachricht ist, dass wenn die Erkenntnis kommen wird, manchmal durch viel Leid, man dann doch dahin kommt, dass man sich Gott unterstellt und seinen wahren Weg der Freude und der Liebe und des Friedens annimmt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.